herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weiter geht's vom Wörthersee. Ich habe noch keine Ahnung, was, wie, wo wir aus diesem Video machen. Aber ich habe ja gefragt, ich würde gerne ein paar Community-Autos vorstellen. Jetzt haben wir hier so ein BMW. Community-Auto trifft es, glaube ich, nicht ganz so, weil Johannes Holy Hall ist da. Servus. Schön, dass ihr da seid. Jo. Eigentlich wollten wir uns treffen. Jetzt ist es doch schon wieder so voll geworden, dass wir dann spontan gesagt haben, ihr könnt doch einfach kurz hier im Casino vorbeikommen. Und da ist er. Der Prachtlachs, unser eigener Goldbarren. Der Prachtlachs, auch ein geiler Name. Prachtlachs, fast noch geiler als Goldbarren. Ja, mega. Ja. Wahrscheinlich auf Achse hergefahren, ne? Standardprogramm, ne? Auf Hänger hergefahren. aber auch somit die erste Tour für das Ding, ne? Das ist die erste Ausfahrt tatsächlich, also das richtige Fahren ist jetzt das erste Mal so richtig erprobt worden am Wörthersee, so weitere Strecken und so. Also das ist wirklich produktfrisch, sag ich mal, aus dem Werk gerollt bei uns. Aber läuft alles, funktioniert alles? Ja. Eigentlich schon. Also Maschine ist gerade aktuell noch nicht so hundertprozentig eingestellt, noch ein bisschen zu fett. Wirst du nachher noch mal ein bisschen hören, da wird noch ein paar Füchse schmeißen. Wird man danach den Wörthersee noch mal angehen. Ansonsten Felgenfinal fehlen noch, die sind nicht rechtzeitig fertig geworden, aber ich denke mal, dass diese Nachbaufelgen sich auch sehen lassen können. Sind nicht final fertig geworden, aber passt halt trotzdem auf einen Millimeter. Wobei ich die ehrlich gesagt schon echt passend und geil finde. Ja. Die Jungs sind halt einfach dafür bekannt, aus normalen Sachen mit ein bisschen Schmalz und Ideen geile Sachen zu machen. Wir Sachen immer aus Scheiße Gold machen, wenn man das so sagen darf. So. Nee, oder also gar nicht unbedingt aus Scheiße auch, aber so als Beispiel nur so mit dem einen Endrohr. So, Stoßstangen weggecleant, das ist ja schon im Stil von dem Auto. Den muss man ja einfach im Kopf haben, weil sowas baut man ja nicht nach. Also mir ist zumindest kein anderer 02er bekannt, der so hochfährt halt. Ne? So, da muss man ja schon immer dass so diese Vision haben, ein Auto genau so zu bauen. Ja, Farbkonzept stand eigentlich schon von Tag 1, muss ich sagen. Innenraum sollte ein bisschen anders gestaltet werden. Wir wollten eigentlich diese Killtail-Trackster-Sitze da reinmachen. Habe ich auch im ersten Essen-Motorshow bei euch auch gesehen. Genau, da drin stehen. Und der Fußboden, der sollte dann dementsprechend auch so werden, auch mit diesen gestanzten, gelochten Blechen auf dem Fußboden, Seitenverkleidung innen drin und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist halt wirklich so viel Geld reingeflossen in das Fahrzeug, wo wir uns gedacht haben, es wäre eigentlich zu schade, wenn es dann wirklich nur so ein Showcar wäre. Ja. Und da haben wir uns dann für die Lederausstattung entschieden, was im Nachhinein auch die bessere Wahl war. Ne? Also stilistisch finde ich ultra geil, ja. Farbkombi. Ich hätte das Auto tatsächlich auch definitiv so mit Innenraum gebaut. Ja. Und weil du sagst Geld, ich denke mal aber noch viel, viel mehr Zeit und Liebe ist da reingegangen als eigentlich der Geldfaktor. Ja gut, das war anfänglich nicht so erwartet. Gell? Wir haben wir haben das Ding eigentlich in relativ guten Zustand gekauft, haben uns auch 2-3 angeguckt, mit Wertgutachten sogar 2 minus die Note. Gell? Wollten das Ding dann umlackieren und haben uns dann halt gedacht, weil wir so 2-3 Ecken gefunden haben, die dann doch divers durchrostet waren im Nachhinein, lass mal das Ding mal strahlen. Und dann kam halt wirklich eins nach dem anderen. Das Ding war komplett Kleinschrauber drunter. Jedes Blech übereinander geschweißt, Bleche eingesetzt, teilweise 5 Bleche übereinander eingeschweißt, weil das neue Einsatzblech schon wieder durchgerostet war und so. Und am Ende des Tages haben wir wirklich das ganze Auto dann fast zerschnitten. Das komplette Heck ist neu, die komplette Front neu angesetzt. Das Einzige, was wirklich noch original ist, ist eigentlich das Dach an dem Auto. Das ging dann bei euch mit der neuen Halle, ging es dann richtig massiv voran mit dem Projekt? Genau, also angefangen haben wir noch in der alten Halle und dann richtig durchgezogen haben wir das dann in der neuen Halle, hatten dann auch Zeit durch die Vollzeit-Selbstständigkeit das Ding dann nochmal richtig anzugreifen. Die letzte Essen Motor Show, wo ihr auch wart, das war 2019, ne? Ganz genau. Da war das Ding frisch vom Strahlen gekommen, wir haben einfach nur mal einen schwarzen Füller drauf gemacht, das Ding einfach abgelegt auf den Felgen, damit man mal sehen kann, wie das Teil halt vorher aussah. Viele, die da vorbeigelaufen sind, haben natürlich auch gedacht, oh, was haben sie denn da zurechtgebrutzelt wahrscheinlich, gell?
Aber das war uns das Risiko wert. Wir wollten dann einfach mal zeigen, in welchem Zustand das Auto vorher war. Ja, vorhin, jetzt muss man ja bei dem Auto dazu sagen, dass ihr wirklich fast alles selber gemacht habt eigentlich auch, ne? Bis auf die Lederausstattung, genau. Genau. Aber jetzt gerade mit den neuen Möglichkeiten in der neuen Halle, ist das, dass das Ding auch selbst lackiert ist. Und das findet man, glaube ich, wirklich selten hier. Dass man nicht nur ein Auto selber baut, sondern auch noch selber lackiert. Ja. Viele sind natürlich auch kein Fan von der Wahl, wie wir das gemacht haben mit diesem, sag ich mal, Fitment, die Felgenhörner außerhalb des Radlaufs zu fahren. Aber ich finde halt die Karosserie von dem Teil ist schon von Haus aus extrem schmal. Und wenn du da jetzt noch die Räder versenkst, ist das halt wirklich zu winzig. Und so sieht das optisch meiner Meinung nach am besten aus. Und das ist aber auch immer das, was ich sage. Ich finde halt zu unserem Tuning gehört halt einfach dazu, dass man halt es einfach so macht und ganz geil findet. Genau. So. Und so sieht das halt cool aus. Also lassen oder sieht sie gut aus, oder? Ist das erlaubt, oder? Erlaubt. Ja, alles legal. Laut Polizei. Was? Da ist Luftfahrwerk drin, das kann man hochfahren. Nein, der fährt hoch. Der fährt hoch. Ja, der fährt hoch. Also so ist das nicht fahrbar. Was ist das für Baujahr? 73. 73? Ist das ein 3 Sündetürner? 315, 18? Das ist ein E10 BMW 2002. Ach, 2002, oder? Ja. Ob es den Touring geht, kann man mich erinnern. Touring. Touring heißt, die sind Rennen gefahren für den Teil, ja. Ja. Und geht immer noch gut, oder? Geht immer noch gut, ja. Nach wie vor. Das testen wir gleich noch. Ja, so ist das halt am Wattersee. Ja, das merkt man halt auch immer wieder, dass das Fahrzeug halt auch ältere Leute teilweise begeistert. Ne? Ja. Wir sind hier sonst immer mit dem Porsche oder sonst irgendwas unterwegs gewesen, gell? Da bist du halt gefühlt der kleine 16-Jährige in dem teuren Auto, aber das feiern die älteren Leute halt extrem, das merkst du schon. Ja. Ich find's auch geil. Ja. Wie viele Stunden sind da ungefähr reingegangen? Wir haben das Auto jetzt ungefähr 3 Jahre, war natürlich nicht permanent dran, ne? Aber ich sag mal so 2 Jährchen immer mal so einen Nachmittag daran rumgekümmert haben wir auf jeden Fall schon. Ja. Mit allem drum dran, wir haben ja wirklich jedes Teil irgendwie nochmal angepasst. Ne? Du musst ja alles neu aufbereiten. Das heißt, wenn man so Daumen überschlägt, 200 Tage, 3 Jahre, 600 Tage. Also wir haben mal eine Kostenabstellung gemacht, so grob, also Materialkosten, also wirklich die reinen Materialkosten mit allem, was da drin ist, Maschine, Lederausstattung, Felgen, Chromleisten etc. sind wir ungefähr auf die 66.000 Euro gekommen, die wirklich da reingesteckt haben und haben das mal mit Arbeitsstunden noch so ein bisschen kombiniert. Wenn wir jetzt mal so eine Arbeitsstunde mit 130 Euro ansetzen, dann wären wir bei, keine Ahnung, 195.000 Euro gewesen. Ja. Ich meine, das lässt keiner bauen für das Geld, aber ich denke mal, das war auch so ein Projekt, wo ihr im Laufe des Projekts auch viel gelernt habt, oder? Auf jeden Fall. So generell, wie man sowas angeht, wie man baut. Also bei uns generell sowieso von Tag 1, Learning by Doing. Gell? Die schreiben auch immer wieder die Leute, dass ihr euch da rantraut. Aber Stück für Stück, ne? Eins nach dem anderen, das funktioniert am Ende des Tages schon. Das sieht immer erst alles gewaltig aus. Wie tief man so zur Tür noch mit der Hand immer runtergehen muss. Das ist alleine schon. Das ist alleine schon krass. Also ich finde es vom Stil her perfekt. Auch so gerade mit diesem, ich sag jetzt mal, Used-Leder so ein bisschen in der Richtung. Ja, ne? Ja, was mega geil. Das ist, was ohne Struktur wäre auch zu neu gewesen. Haben wir auch lange überlegt, was wir da reinmachen, ob da jetzt irgendwas Lokales, Großes, Neues reinkommen soll. Haben uns dann aber eher für den älteren Stil, für den originalen Stil entschieden. Und haben da einfach den originalen alten 2 Liter M10 reingemacht mit Doppel-Solex-Vergaser. Das ist auch theoretisch der Motor, der original hier drin war oder reingehört? Genau. War eigentlich perfekt, finde ich. Was ich sogar im Nachhinein erfahren habe, dieser M10-Motor von BMW, den haben sie damals sogar in den Anfängen von der Formel 1 gefahren. Das ist halt alles übelst standfest wäre als 1,6 Liter Maschine. Gut, ich finde halt immer daran geil, ist halt schön clean, ne? Also so mit den Vergasern. Bremskörperstärke hat er immer gehabt? Hat er immer gehabt, hat er immer noch. Wir haben eigentlich ein bisschen Bedenken gehabt, weil er jetzt halt nur über einen Zylinder den Unterdruck zieht. Normalerweise hat er hier oben so einen Luftfilterkasten, dann zieht er über alles hin. Haben gedacht, das wäre eigentlich zu schwach. Das Teil ist aber etwas unrund gelaufen. Wir haben auch gedacht, dass das dann an dem Unterdruck hier liegt, dass das nur in dem einen Zylinder hängt. Haben das dann aber abgeklemmt und haben auch relativ schnell festgestellt, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob dieser eine Schlauch da dran hängt oder nicht. Ah, krass. Also das Ding bremst so gut wie gar nicht und jetzt volles Rohr mit dieser Einleitung auf. Was soll der leistungsmäßig haben? Also ist dann schon so mit Nockenwelle gemacht und so weiter oder eher Serie und erstmal die Vergaser drauf? Nein, Nockenwelle drin, das Ding ist komplett überholt. Also gleich die ganz entspannte Nockenwelle reingemacht. Genau.
und soll jetzt unbedingt 150 PS haben, aber wir werden dann irgendwann in Zukunft nochmal auf Ruhestand mit dem Teil fahren. Was war die größte Herausforderung an dem ganzen Auto? Ja, ich sag mal die Blecharbeiten, ne? Das war auch das, was am längsten gedauert hat. Wir müssen da wirklich großflächig, ich kann dir auch gerne mal ein paar Bilder schicken, ob man das hier nur einfügen kann. Da war ich zum Beispiel die Feder drin. Gibt es dann aber so die Bleche einzeln immer noch? Genau. Das geil mit Trick macht man so wie die Heckklappe auch, oder? Nee, nur von oben sehen, du hast gerade irgendwie aus BMW-Zeichen drauf gedrückt und der Klappe geht auch. Also man muss sich das vorstellen, dass das Ding eigentlich ab Heckscheibe komplett weg war. Selbst die Federdöme hier haben wir ausgetrennt. Gell? Das ist einmal die innere Schale, dann gibt es die äußere Schale, Seitenteile unterhalb abgetrennt, die Heckwand war raus, der komplette Fußboden unten drin oder der Kofferraumboden war draußen. Die haben das wirklich extremst verfuscht, sag ich mal so. Das müsste wirklich alles neu gemacht werden. Und dann stehst du natürlich da als junger Mensch vor so einer Herausforderung und gehst dann natürlich auch Nummer sicher, stundenlang alles ausgemessen, wie was gesessen hat und so und das dann dementsprechend auch genauso wieder. Und jetzt wahrscheinlich gerade halt vorher. Wahrscheinlich. Wir hatten das Ding dann auch bei der Front, die beiden Hauptträger unten und die komplette Front war ja auch weg. Haben uns das Ding auf die Richtbank gespannt, überall Punkte markiert, wo das alles gesessen hat und dann auch dementsprechend wieder eingeschweißt. Ja. Geil. Ja, hier unten haben wir noch ein bisschen Technik drin. Lightblocks-Batterie. Ja, die gute Carbon-Batterie. Ja. Und einmal Luftfahrwerk. Was für ein Fahrwerk ist das? Da ist ein H&R drin. Der Selim seine Finger im Spiel gehabt. Ja, ja, vor allem der wird das Auto bestimmt auch richtig feiern, ne? Ja. Weil der ist ja BMWler durch und durch. Und H&R hat das Fahrwerk dann quasi gebaut als normales Gewindefahrwerk. Und die Firma Dams, der Mario, hat das dann umgebaut als Luftfahrwerk. Die haben dann die Belgien auch drauf gesetzt. Aber echt witzig zu beobachten, die haben, da sind ja echt die ganzen älteren Leute, die das Ding alle angucken. Ja. Ja. Vom alten Erinnerungen hoch. Nee, also für mich echt wunderschönes Auto und halt auch stilistisch echt cool. Also nicht einfach so zusammengeklatscht oder sich halt überlegt, so auch nicht so aus allen Stilrichtungen eine gemacht. So weißt du, da dran beteiligt, da, da und da, sondern einfach so, wie ihr halt Bock drauf hattet. Ne? Geil. So, jetzt müssen wir eigentlich noch eine Runde fahren. Können wir gerne tun. Alleine wegen Doppelweber. Solex in dem Fall, das müssen wir einmal spüren. Ja. Können wir da theoretisch zu dritt drin sitzen, dass sich einer hinten mit rein? So, ich mache ein bisschen mehr Luft rein in das Gerät. Ein bisschen höher Offroad. Und dann geht mir das hin. Geil, dann geht's los. Jawohl. Gar nicht hört, aber das ist wahrscheinlich von drin, wenn man drin sitzt, anders. Ne? Hört sich dann an wie so ein alter Bergrenner. Ja, der Vergaser. Aber wir haben jetzt zum Glück ein paar Berge hier und werden das jetzt mal spüren. Boah, hat echt so hin. Ich dachte gerade, was ist das hier? So mit Tiefe und so, mit Aufsätzen? Gar kein Problem oder müssen wir irgendwo aufpassen? Ey? Geil, wie der so vor sich hin brabbelt, dann ab und dann immer so hinten rausfurzt, ne? Ja. Bop. Auch auf den ersten Metern finde ich fern übelst komfortabel eigentlich sogar noch. Ich hätte jetzt gedacht, das ist schon schlimmer so, aber das ist halt immer dieser Luftfahrwerk-Vorteil. Wenn man ihn dann hochfährt, ist das Ganze immer noch entspannt. So, aber ihr soweit auch happy, zufrieden, wie er fährt, was alles läuft, fährt alles. Die Lenkung hat noch ein bisschen Spiel. Aber bräuchte mal ein neues Lenkgetriebe wahrscheinlich, weil ich habe die Lenkung nachgestellt, allerdings ist die jetzt am Ende. Merkst du dann eher bei höheren Geschwindigkeiten. Was hätte so, was für Motoren habt ihr sonst noch drüber nachgedacht, hier reinzuhängen? Was hättest du zu sagen? Was Neueres von BMW. Es gibt auch viele, die haben da so V8 reingehangen und so, aber das ist dann alles nicht so zeitgemäß. Das ist so ein Retro-Teil und soll auch Retro kriegen. Ne? Ja. Ich finde, zu so einem Auto gehört auch einfach immer so ein bisschen dazu, dass er so ein bisschen rauer läuft. Ja. Ich gedacht, dass er von innen sogar, als ich den Auspuff gerade gehört habe, noch lauter ist. Aber
dass es immer langsam angeht mit den Oldtimern. Warm fahren, kein Gas geben. Einfach fahren. Aber kommt schon wirklich so ein bisschen Bergkampf-Feeling von damals, so schreit dich an. Ja, jetzt im Stand merkt man so ein bisschen die Nockenwelle, ne? Das ganze Auto vibriert ja sogar schon so ein bisschen. Du merkst es auch hinten direkt, wenn du die Hand dann ausfällst, merkst du jetzt richtig jeden einzelnen Zylinder, wie der so nach und nach ausstößt. Das ist ja ganz gängig. Wenn du die Wahl hast zwischen den und dem Porsche, welches Auto fährst du lieber? Auf jeden Fall den hier. Echt? Also ist einfach emotionaler, geiler. Ich sag mal, Porsche fahren war immer mein Traum, so als kleines Kind. Wir kommen ziemlich ländlich vom Dorf, ne? Da hast du nicht so oft so ein Auto gesehen. Ja. Deswegen war das dann auch immer so ein Traum. Aber letztendlich, wenn du das dann hast, kannst du das gar nicht so richtig genießen. Gerade bei uns auf dem Dorf, fahr da mal vor irgendeinem Kaufzentrum davor oder so und steig da aus. Ja, das ist natürlich gleich Fokus Nummer 1 und das mag ich eigentlich gar nicht so. Vor allem, weil euer Porsche auch so richtig dezent aussieht. Ja. Und das ist zwar auch cool und auffällig, aber hat einen ganz anderen Charme als so ein Porsche. Gell? Gubi!
ist jetzt halt immer da, schreien sie Gummi, ne? Und hier müssen sie angehalten. Genau. Die hat mich tatsächlich meine mit dem Porsche rausgezogen damals. Da habe ich auch Blut und Wasser geschwitzt. Aber hat mir freundlich darauf hingewiesen, dass ich mal mein Licht anmachen soll, weil es schon leicht dämmert. Weil es schon 23 Uhr war und man nichts mehr gesehen hat. Ich finde, da wird das immer geil. Über die Jahre weiß man schon so, wer in welcher Pension immer ist. Und dementsprechend auch die Autos immer vor der Tür stehen, vor diesen Pensionen, wenn man so durchfährt. Aber wir sind halt so Louis, die halt immer so auf die letzte Minute buchen und nehmen dann meistens das, was noch übrig ist. Ja. Darf dann auch mal 2-3 Euro mehr kosten, aber wir haben jetzt eigentlich einen relativ schönen Wohnsitz, direkt mit dem Wörthersee, mit Blick auf den Wörthersee, ist eigentlich ganz gängig. Ihr seid, wenn man ein unteres Seekorso so lang fährt, ne? Dellach nennt sich der Ort. Das sind so 4 schöne neu gebaute Apartments, kannst du schön auf den Wörthersee gucken. Ja klar, und auch wenn man eine ganze Woche hier bleibt, dann muss das ja auch irgendwo so ein bisschen Urlaub immer sein. Gerade wenn man sich jetzt auch nicht in irgendeine Hinterhof-Putze reinzwängt. Ne? Ja, wir sind immer direkt, wir sind wirklich seit, ja eigentlich seit dem ersten Tag, nee, seit dem ersten Tag im Casino. Ja. Ist auch nur dadurch zustande gekommen damals, dass als ich mit Limo hingefahren bin, ich gesagt habe, ich lasse das Auto draußen nicht irgendwo stehen. Ja. Weil damals waren die Zeiten, wo so RS4 halt schneller geklaut wurde, als gucken konntest. Das kriege ich nicht hin, das Ding vor irgendeiner Pension stehen zu lassen. Ja. Und das war halt die Tiefgarage so entfällt. Und so würden die ins Hotel gekommen und dann haben die nach und nach ihre Bar da weiter ausgebaut, dann das Switch darunter, diese kleine Kneipe und so. Und jetzt ist das auch immer sofort ausgebaut. Ja. Oder Kevin, was hast du? Ja, auf jeden Fall ruhige Lage, würde ich sagen. Man konnte entspannt einschlafen zu. So, ja, klar, wir sind natürlich direkt an der Straße, das heißt, der erlebt mir was. Aber das war zum Beispiel früher auch noch viel krasser. Ja. Das ist noch ruhig aktuell. Ja, okay, krass. Ja, aber ich meinte jetzt auch eigentlich mehr zum Auto hier. Ach so, nee, zum Auto ist, ich finde das absolut brutal. Geil, also, ne? Ich finde das übelst geil. Wie ist mit TIF hinten? Habt ihr irgendwie eine Sperre oder sowas drin oder noch original? Komplett original. Wie oft wart ihr schon im Wörthersee? Seit 2016 oder 17 eigentlich jedes Jahr, bis auf das eine Hardcore-Corona-Jahr. Letztes Jahr waren wir erst im Herbst hier, aber wir waren da. Wenn du dann immer noch mal drauf drückst, was macht er dann? Was passiert dann? Ich will halt immer auf Nummer sicher gehen, dass der noch mal im Steuergerät seine Stände überdenkt. Ach so. Nicht, dass, falls der vielleicht irgendwo Luft verloren hat oder der Sensorstand irgendwie einen Macken hat oder so, dass der nochmal checkt, okay, sind wir noch an Bord? Aber theoretisch braucht man nicht. Theoretisch muss ich das nicht machen. Nee, das ist jetzt einfach nur. Das ist wie der Blick auf Ölunganzeige, obwohl man eine Warnlampe hat. Ja, mega, mega geiles Auto. Ich würde sagen, danke für die Mitfahrt. Ja. Ein typisches Auto von Wörthersee. Eins mit auf jeden Fall der besten Autos von Wörthersee. Definitiv. Eigene Stilrichtung, finde ich immer geil. Sieht man auf jeden Fall nicht so schnell wieder hier. Wir ziehen uns jetzt in Reifes noch ein Eis. Hört sich gut an. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, danke für die Fahrt. Ja, bitteschön. Und weiter so, gefällt mir sehr. Ihr macht das auch immer richtig toll. Dankeschön. Ciao.